dann rennt danach wieder hinterher. Ja, sicher. Bis zur Aufnahme ever. Ach so. Guck mal, da steht noch unser Akku vom Handy. Ja. 4 Striche war voll, 3 Striche jetzt. Ah. Ich schalte mein Handy aus. Handy. Handy ausschalten. Ah, geil. Mach Ups. Handy aus. T/Handy. What the fuck? Achso. Mann, ich kann nicht hoch. Juli, du musst hier raus. Juli, hau ab. Jo. Hey, ich hab gedacht, ich AFK. Der war's wahrscheinlich auch. LOL. Ja, Juli, du musst aber schnell. Hey, Juli, steig aus. Warte. Mein Kollege, nein, Herr. Okay, ich doch. Okay, egal. es ist ein Herr. Aber in einem Frauenskin, das heißt trotzdem, Traumsteuer, das wird teuer. Danke. Haha, ha, ihr geht jetzt angeln, haha. Ja, du gehst jetzt Führerschein machen. Hi, schon wieder. Hallo. Überfordern. Was ist jetzt? Jemand fährt mal ein Spieler. Ein Passanten. Jamba, wir machen. Hey, ich glaube, wir gehen jetzt schon wieder Auto fahren. Okay. Also, wir machen eine kleine Prüfung. Okay, was muss ich machen? Was muss ich tun? Juli, du machst jetzt eine Aufnahmepause, bis man uns wieder im Bild sieht. Ja. Nee, ich mache jetzt die Aufnahme. Warte, ich frage dich kurz ein paar kleine Sachen und du musst antworten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wenn alles richtig ist, fahren wir danach mit dem Auto. Oh nee, oh Gott. Wenn alles richtig ist, Alter. Weil ich was richtig geil wäre, ich müsste so richtig durch die Stadt heizen und dann um die Kurven driften. Dann bist du ständig. Dann hättest du verloren. Nein. Aber das wäre richtig geil bestimmt. Kann man rausspringen? Ja. Warte. Gleich. Yes! Warte, wie schnell darf man hier fahren? 50? 90? Auf diesem 90. Server gilt die deutsche STV. Das bedeutet... Rechts! Paddy, stell dich mal ins Auto und dann drück Shift. Warte, rote Ampel, was stand am Anfang dran? Dürfen überfahren werden? Nein, dürfen nicht. Und wie schnell darf ich fahren? Nein, nur auf vier, also auf Strecken, wo die Bahn 4 Streifen sind. Da gelten die Ampeln. Das heißt, 2 in die eine Richtung und 2 in die andere. Weiß nicht, da stand 4. Ja, mal, niemand von uns jetzt vorne, okay? Okay. Halt, wo kann man hier angeln? Du musst einfach mal einen Zaun. Was musst du tun, wenn dein Handy klingelt, du am Fahren bist, aber rangehen willst? Rechts ranfahren. Der Park. Schön. Rechts ranfahren und Motor ausmachen, oder? Ja. Und Motor. Scheiße! Und Motor ausmachen. Scheiße. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Buddy? Meine Fahrprüfung ist ja erst ein halbes Jahr her. Warum ist die Tür offen? Jawohl, ich hab richtig. Ja, aber die Tür drin ist offen. Ja, mach die zu. Ja, wie denn? Ja, bück dich über den Sitz. Ja, klar, vor allem bücken. So. Achso, da gibt es mal $500, Alter. Okay. So, nächste Frage. Ja, komm, mach ein bisschen schneller. Die muss. Also, lässt die sich da irgendwelche oder lässt der sich irgendwelche Fragen ausdenken oder? Ich denke mal, der hat dann so einen Fragebogen da. Warte. Was? Du stehst unter dem Verdacht AFK. Nee, ich bin nicht AFK. Warte, /not AFK 11. What the fuck? Wie schnell fahren die, bitteschön? Was war das für ein K, Alter? Das war Kehrmaschine. Okay, warte. Was kannst du an einem Bahnübergang tun, um die Umwelt zu schonen? Motor aus. Es gibt hier eine Umwelt. Motor ausmachen. Was macht ihr? Synchron aussteigen.
Das ist richtig. Jawohl! Ich werde zwar nie meinen Motor ausmachen, aber... Scheiße, wenn wir jetzt an den Bahnübergang kommen, dann muss ich das machen. So, kommen wir nun zum Fahrzeug. Scheiße! Paddy, warte mal, wie wieder vorne sitzt. Oh, schau mal, fick dich. Du bist eine Fotze. Komm, warum redet der keinen im Kellner-Outfit rum? Ja, what the fuck? Ja, weil die sind ja sozusagen Kellner. Ja, klar. Kellner des Lebens. Kellner, die Auto fahren. Ey. Was ein Nutzfahrzeug ist, immer instand zu halten. Wenn die Lichter kaputt gehen, musst du diese ersetzen. Okay. Ja, komm, lass genauso wie wenn eine Tür fehlt oder eine Fensterscheibe gesprungen ist. Okay. Ich will einen Hamburger. Lol, ich hab den teuersten Burger gekauft. Lol, im Auto schmeckt's besser. So viel. Geiler Erfolg. Geil. Den Motor eines Fahrzeugs startest du mit /Motor. Okay. Das Licht schaltest du mit /Licht ein. Okay. Toll. Normalerweise schalte ich ja den Motor immer mit dem Zündschloss ein, aber... Ja. Wie muss man es zusammen machen? Okay, was den Kofferraum mit /Kofferraum und die Motorhaube mit /Motorhaube? Sehr einfach. Wie stelle ich den Motor aus? Meinst du, sind Fragen erlaubt? Ja, ich denke schon. Wahrscheinlich auch mit /Motor. Mit Motor oder der Taste 2. Okay, danke. We go angeln. Alter, das müsst ihr alles auch machen. Das wird richtig geil. Weißt du, was cool ist? Wir haben gerade alles zugehört, was du gesagt hast. Also wird's reicht. Ja, so schwer ist es ja auch nicht, weißt du? Das könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken. Das ist eigentlich alles Grundwissen. Ja, eben. Ja. Paddy, ich muss nicht angeln, aber ich gehe trotzdem. Ja. Was? Wenn du auf den roten Knopf am Armaturenbett was drückst, schaltest du den /Warnblinker an. Ah, okay. Wenn du auf den roten Punkt am Armaturenbett drückst, schaltest du den /Warnblinker an. Komm mal hinter den Wagen. Oh, hinter dem Wagen. Was? Was macht ihr? Alter. Schon wieder. Okay. Den öffnet man mit /Kofferraum. Gegenstände einlegen, Gegenstände entfernen, Kofferraum schließen. Kofferraum geschlossen. Oh Mann. Das ist so wieder nichts, ne? Buddy? Ja. Was ist? Hast du immer noch keinen Platz? Natürlich. Hast du geangelt? Ja. Ah, jetzt. Hineinlegen. Ich hab eine Geldbörse geangelt. $50. Geil. Auch schon. Ist halt dumm, dass ihr dann reconnected seid, weil sonst wären wir jetzt alle auf dem gleichen Stand und ihr hättet ja... Ja, das ist auch scheiße. Aber Paddy wollte unbedingt, dass ich in den scheiß Zug einsteige. Ja. Ja, warum seid ihr das? Keine Ahnung, war lustig, der Zug war da. Oh Mann. Voll, der Zug war rot. Ich Paddy! Ich dachte, ist immer noch offen. Paddy! Ja. Wieso sitzt du vorne? Weil ich vorne sitze. Warte mal, ich hab grad gefragt, was man in den Kofferraum hineinlegen kann, weil da kann man Sachen hineinlegen. Schreibt ihr so Waffen mit Munition, Pfefferspray, Drogen, Mats und Blumen? Blumen! Ich kaufe mir direkt noch Blumen und check sie bei dir. Jawohl, Mason, steht es bei euch auch, dass die eine Fahrstunde mit mir begonnen hat? Nein. Okay. Eiskalt, ne? Nope.